Die Messe habe ich komponiert, um dem armenischen Volk ein Denkmal zu setzen. Vor mehr als 100 Jahren, im April 1915, wurde der Genozid am armenischen Volk durch das Osmanische Reich verübt. Dies wird bis zum heutigen Tage von vielen Ländern inklusive Türkei geleugnet. Als Armenier, der seine neue Heimat in Europa gefunden hat, wollte ich mit der frühchristlichen Form auch auf die Tatsache verweisen, dass Armenier ein uraltes christliches Volk sind. Meine Messe verbindet unterschiedliche Musiktraditionen, wie zum Beispiel die europäische Klassik, Jazz, Motive armenischer Volksmusik und orientalische Elemente. Die Musik ist rhythmisch sehr bewegt, macht eine Reise durch verschiedene Tonarten und findet ihren Höhepunkt im finalen Agnus Dei in den festlichsten aller Tonarten, in D-Dur. Damit will ich noch einmal zeigen, dass ein harmonisches Miteinander in der Musik möglich ist. Der beste Beweis dafür ist die multikulturelle Zusammensetzung der Mitwirkenden. Seite steht der großartige Philharmonia-Chor Wien, dessen Sängerinnen und Sänger aus vielen europäischen Ländern stammen, unter der Leitung des jungen slowenischen Dirigenten Davorin Mori. Begleitet wird der Chor von einem Ensemble von herausragenden österreichischen Jazzmusikern. Daniel Nösig an der Trompete, Uli Langtaler am Bass, Emil Christoph an der Perkussion, dem ich für seine Unterstützung in diesem Projekt besonders danken möchte. Ein großer musikalischer und menschlicher Gewinn ist die
unsere Solo-Sängerin Rita Movsesyan. Sie ist auch armenischer Herkunft, aufgewachsen in Bagdad, von wo sie ihren Lebensweg zunächst nach Österreich und schließlich nach Deutschland geführt hat. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme schafft sie mit spielerischer Leichtigkeit den Spagat zwischen arabisch-orientalischem Gesang und europäischer Tradition, Musiktradition. Thank you.